immer noch ein Angriff. Und jetzt wechseln wir kurz das Teil. Neil, heile alle. Oh, der ist wieder im Schock. Jetzt der letzte Karpfen. Den holen wir doch. Oh, da kommt auch nochmal ein Schock rein. Bevor er stirbt. Hey, gewonnen. Wieder Stinklauge und Milchsekret. Okay. Ich hoffe, wir kommen aus dieser Eislandschaft raus. Ich mag diese Eislandschaft nicht. Obwohl, eigentlich ist es ja Kristall und kein Eis. Aber sieht alles so eisig aus. Oh, ich kann speichern. Kann ich irgendwie den Speicherstand löschen? Ich mag das nicht, wenn da so ein unsichtiger Speicherstand drin ist. Na gut. Spielstand 1. Ja, einmal überschreiben bitte. Oh, was haben wir denn da? Jetzt brauchen wir auf jeden Fall schön einen Brecher. Verheerer meine ich. Jetzt müssen wir ihn bursten. Meterfertigkeiten Tutorium. Oh, Meterfertigkeit, das mache ich jetzt mal. Meterfertigkeit, wir brauchen Meterpunkte. Ja, das habe ich schon bemerkt. Die auf deinem MTP werden unter dem TP-Button ist ein Fürstlich-MTP-Punkt im Angriff. Jeder ausgefüllte Abschnitt entspricht einem Meterpunkt. TP auffrischen, mitteln können. Wähle nun die Fertigkeit Analyse aus. Alpha Behemoth. Wir hatten vorhin schon gegen Beta Behemoth gespielt. Das ist jetzt Alpha Behemoth. Im Mittelfertigkeit Analyse liefert wertvolle Informationen über den Gegner, wodurch sich mögliche Schwachstellen analysieren lassen. Die gewonnenen Informationen können jederzeit mit R1 aufgerufen werden. Man steht aus mit der Fertigkeiten und von berücksichtigt. Ah, gut. Die Analyse hat gezeigt, dass der Alpha-Behemoth eine Schwäche gegen Feuer und Wasser aufweist. Entsprechende elementare Angriffe richten bei ihm größere Schaden an. Im Kampf gegen unbekannte und übermächtig erscheinende Gegner sind solche Informationen von unbeschützbarem Wert. Mehr zur Verfügung stehen. Ja. So wieder. Also gut, Schwäche gegen Feuer, Schwäche gegen Wasser. Und halbiert, wie Magie halbiert. Schockwert 500%. Resistent gegen magische Angriffe. Achso, das heißt halbiert ist sogar gut für ihn. Ich greife jetzt einfach mal an. Wir müssen ihn zum Schock zusammen versetzen. Zum Glück kann einer Feuer machen, obwohl Feuer ist eigentlich ein magischer Angriff. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das weiß ich nicht gerade. Na, machen wir nochmal einmal. Und schnell Wechsel. Angriff! Wir müssen nochmal bursten. Oh Mist. Jetzt müssen wir den Schock kriegen, oder? Und Schock. Nice. Geht doch. Und jetzt alles, was wir haben. Einfach alle drauf. Okay, er müsste so gut wie down sein. Er hat keine Chance mehr gegen uns. Spiel das nicht jetzt. Ja. Moin, Legendär. Wieder 5 Sterne bekommen. Keine Gegenstände, oh Mann. Was eine Ausbeute. Neue Daten erschienen. Achso, ja, das sind die ganzen Sachen von vorhin. Blender, ja. Datenlog. Die Fallzieht-Tipps. Kampfsystem.
Anima, wie auch immer. Ladenlock, ich schaue ich mir anders, einmal anderes an. Da oben war ich schon, oder? Gehe ich mal hier lang. Ich glaube, du bist nicht die Einzige, die Wochenende hat. Aber warte mal, heute ist Samstag. Was ist das? Fliegen wir damit weg? Die Sounds haben sich gerade stark nach Star Wars angehört. Und das sieht auch irgendwie aus wie Star Wars. They must be hunting down Purge survivors. I hope everyone made it out okay. So do I. But nowhere is safe for them now. Damn it. Just cause they shared a neighborhood with a foul sea. They get treated like pulse-tainted rats. People really hate pulse, don't they? Not hate. More like fear. Tens of millions of people. All scared of pulse boogeymen. They'd be shaking in their beds every night if they knew that Lassie like us were around. But they purged that entire town. It's crazy, I know. But the Sanctum Fauci did nothing to stop it. Up until now, Eden's always stepped in to correct their errors in judgment. Guess humans aren't worth the effort. Figure they'll let us just kill each other off. Lassie are not human. Listen, you, that's enough. Yeah, free game. We're still alive. That's something. What? Where is it? Oh, was passiert? I don't know. Oh, können wir jetzt mal hier rausfliegen? Bitte. There. They're trying to trap the stragglers. We gotta get moving before we're caught in the net. Fang, Vanille und Lightning. Wer ist Fang? Fang kenne ich jetzt gerade nicht. Aber werde ich bestimmt noch kennenlernen. Bitte nicht zu viel spoilern. Auch wenn das natürlich kein richtiger Spoiler war. Einfach nur ein Charakter, was auch immer. Ist auch egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh. Headset ist. Geht nicht mehr. Wieso das denn? Was hast du gemacht? Oh, die Meterpunkte laden sich echt langsam auf, nur. Sehe ich gerade da unten. Glaube ich mal, dass die Analyse auch übergreifend ist. Von denen habe ich jetzt keine Ahnung. Psychom-Aufklärer. Keine Ahnung über die ganze Sache. Ich könnte mal die Analyse einsetzen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt nötig ist. Oh, kein Ding, kein Ding. Das war jetzt ja nichts Essentielles. Weiter geht's. Wo gehen wir eigentlich hin? Gehen wir jetzt gerade zu dem Schiff hin? Sollten die irgendwie aufhalten? Ich weiß nicht genau wie. Da hinten leuchtet was orange. Einen orangen Kristall haben wir auch noch lange nicht. Aber kann man nicht analysieren oder so. Was ist das denn? Ist das eine Kanone? Oder eine Brücke? Irgendwie so. Was ist das? Die kenne ich noch nicht. Die sind neu. Die sehen lustig aus. Wachdrohne. Ob der ATB-Ball gar nicht noch größer wird? Zurzeit habe ich halt drei ATP-Sektoren, sage ich mal. Na, werde ich ja noch sehen. Voltbohrer. Klingt auch wie so eine Pokémon-Attacke. Voltbohrer.
ist auf seinem Stuhl gesessen, auf einmal kaputt. Was? Ich bin gestorben? Verdammt, die Voltbohrer waren ja doch stärker, als ich dachte. Ich dachte, ich hätte jetzt einfach so angreifen können. Verdammt. Ich habe jetzt auf den Chat mehr geachtet als auf die Lebensanzeige. Das passiert mir irgendwie öfters. Weil ich in dem Kampf immer auf den Chat achte. Verdammt. Okay, jetzt wird er aber nicht sterben, keine Angst. Soll ich die mal analysieren? Ich kriege meine MTP-Punkte sowieso wieder. Ich mache mal ganz kurz grüne Front, während ich analysiere. Ich weiß nicht, vorsichtshalber. Vielleicht muss ich ja später nochmal gegen die kämpfen. Nein, du musst dich heilen, verdammt nochmal. Aber jetzt irgendwas. Jo, Schwäche gegen Blitz und Wasser. Das habe ich jetzt herausgefunden. Schockwert ist 110%. Na, sterben. Also, ich werde ja mal Blitzschlag wechseln wieder. Dann geht das ein bisschen schneller. Okay, die werden auf jeden Fall irgendwie so übernommen, halbwegs. Lightning will wieder leben, nein. Aber er ist tot. Profi-Techniker oder Elektriker? Oder Techniker-Elektriker? Tischmikro holen soll oder so? Wieso willst du ein Tischmikrofon? Was brauchst du hier eigentlich nur? Du könntest ja auch ein Salman-Steckmikro holen, den du an dein Headset anschließen kannst oder an deine Kopfhörer. Kannst du einfach Kopfhörer holen und dann das Steckmikro von Salman. Soll nicht schlecht sein, habe ich gehört. Kannst du ein gutes Stereo-Headset holen? Na, lassen wir uns mal an hier. Über die habe ich auch kaum Wissen. Wobei ich weiß, dass die Resistenzen da alle normal sind. Na, ich muss den nicht analysieren. Den sag ich einfach so an. Sash ist gerade am Sterben. Ein bisschen aufpassen. Okay, es sind noch zwei Dinger, wechsle ich mal. Heil uns alle, Vanille. So, von daher geht noch, na dann. Drei Sterne habe ich nur bekommen. Oh Mann, war ich schlecht. Okay, bestätigen. Ich gehe mal hier diesen Weg lang. Der sieht lustig aus. Wo bin ich jetzt hier? Jump, jump und jump. Und noch mehr springen. Das Springen ist sowieso merkwürdig. Jetzt nochmal Salto, kein Problem. Oh, ich glaube, hier haben wir. Okay, ich kann zwei Wege gehen: einmal einen kurzen, einmal einen langen. Ich glaube, der lange, da ist eine Truhe. Habe ich so ein Gefühl. Der da oben ist eine sogar. Seht ihr die? Wozu sollte es zwei geben? Wenn da keine Truhe ist. Paraffinöl. Oh, hier ist auch eine Truhe. Warte mal, mein Kollege ist immer noch da hinten, Leute. Ich bin zu alt für sowas, ja, ich glaube auch. Oh ja, hier kann ich wieder speichern. Gut, dass ich die Dinger schon analysiert habe. Oh, das Teil kenne ich aber nicht. Ein KG-Storch. Verdammt. Erstmal töten wir jetzt diese Wachtdrohne. Der KG-Storch sieht gefährlich aus. Was macht der KG-Storch da? Der will irgendwas von Vanille. Kommt's mir vor. Wow, Vanille wurde angegriffen hart. Wow, der ist richtig stark. Erstmal grüne Front, ich muss ihn analysieren. Gerade einer Attack hat ja fast gar nichts abgezogen. So kam es mir vor. Aber jetzt irgendwie.